Die lang erwartete PC-Version von GTA 4 ist da und Nico Bellic macht wieder Liberty City unsicher. Entwickler Rockstar hat für den Heimcomputer einige Verbesserungen versprochen. Das Ergebnis kann sich aber nicht in allen Belangen sehen lassen. Grafisch ist auf der mittleren Detailstufe kaum ein Unterschied zur Konsolenversion erkennbar. Die Texturen der Xbox 360-Fassung entsprechen in etwa der normalen Einstellung am PC. Die Konsole benutzt allerdings öfter einen Unschärfefilter. Eine höhere Auflösung als 1280x720 sorgt am PC für mehr Details und sichtbar mehr Schärfe. Ein auffälliger Unterschied ist bei den Schatten zu erkennen. Diese sind bei der PC-Version sehr körnig und sehen in niedrigen Auflösungen unglaubwürdig und fransig aus. Direkt beim Start von GTA 4 begrüßt den Spieler der Social Club von Rockstar, eine Community-Plattform, auf der Nachrichten und aufgenommene Videos getauscht werden können, sowie Statistiken gespeichert werden. Auch für den Mehrspieler-Modus ist eine Social Club-Mitgliedschaft zwingend erforderlich. GTA 4 unterstützt Games for Windows Live. Der Titel gaukelt dem Spieler sogar vor, eine Games for Windows-Mitgliedschaft zu brauchen, um im Spiel zu speichern. Die maximalen Grafikeinstellungen sind erst ab einer Grafikkarte mit 896 MB Speicher verfügbar. Selbst auf High-End-Spiele-PCs verkommt das Gangster-Epos bei Zeiten mit den hohen Textureinstellungen zu einer deutlich schöneren Ruckelorgie. Aber auch auf den mittleren Einstellungen hat GTA 4 sehr imposante grafische Momente. Rauch-Effekte sowie Explosionen wurden verschönert und das gegenüber der Konsolenversion verringerte Pop-In bei schnellen Autofahrten verwöhnen das Auge. You drive like a gangster.